Dass die Bayern verlieren, ist sicherlich ein Zeichen, wo man sagen muss, mein Gott, nochmal, jetzt sind es schon 9 Punkte. Nein, 7 Punkte. Natürlich ist keine Entscheidung gefallen. Das wird sich hinziehen, vielleicht bis zu den letzten 3 Spielen, vielleicht noch länger. Wir haben die besten Voraussetzungen in Dortmund. Wir haben eine erstklassige Mannschaft. Es läuft sehr, sehr gut. Sie dürfen nur nicht allzu viele Punkte liegen lassen. Aber man sieht, dass es einen Wettbewerb gibt, wo 3, 4 Mannschaften wirklich noch ganz oben am Schluss stehen werden. Spannung ist immer toll und das wird sicherlich dazu beitragen, dass viele Fans in die Stadien kommen. Aber vor allen Dingen muss man auch sagen, ist es wichtig für die internationale Vermarktung, dass eben auch die Fans, die sehr aufmerksam die Bundesliga verfolgen, auch wegen der vielen internationalen Stars, die bei uns spielen, eben sehen, das ist nicht eine Geschichte, wo am Ende man schon genau weiß, was rauskommt. Sepp Herberger hat gesagt, die Menschen gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Und das ist der Schlüssel und das ist in diesem Jahr so. Und insofern wird die Begeisterung für die Bundesliga eben im In- und Ausland gut sein und das ist erfreulich.